Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem versprochenen Faktenvideo am Samstag. Wie bei jeder Folge konntet ihr natürlich auch bei der letzten Folge wieder abstimmen, für welchen Charakter ich heute die Fakten raussuchen soll. Und eure Entscheidung hat ergeben, 42% wollten Hermine Granger. Und deswegen gibt es heute für euch 20 Fakten über Sirius Black. Nein, über Hermine Granger. Viel Spaß dabei! Starten wir wie gewohnt mit Fakt Nummer 1. Hermine heißt mit vollem Namen Hermine Jean Granger und wurde am 19. September 1979 geboren. Fakt 2. Hermine ist zwar Einzelkind, jedoch war anfangs eine jüngere Schwester von J.K. Rowling vorgesehen. Sie schaffte es allerdings nicht, diese in die Geschichte zu integrieren und ließ sie deshalb schließlich komplett weg. Fakt Nummer 3. Hermine hat eine fürchterliche Angst vor Irrwichten bzw. vor deren Verwandlung. Ihr Irrwicht ist nämlich Professor McGonagall, wie sie ihr sagt, dass sie alle Prüfungen nicht bestanden hat. Fakt Nummer 4. Hermine ist die älteste des goldenen Trios. Fakt 5. J.K. Rowling gab Hermine den Namen, weil er strebehaft, hochgestochen und außergewöhnlich klang. Sie fand ihn deshalb sehr passend. Fakt Nummer 6. Den Originalnamen Hermione entlehnte Joanne K. Rowling Shakespeares Werk Ein Wintermärchen. Fakt Nummer 7. Hermine übersetzte die Märchen von Beadle den Barden ins Englische, da das Original in Runen geschrieben war. Die Übersetzung wurde schließlich 1998 veröffentlicht. Auch in der Muggelversion, die ihr im Buchhandel eures Vertrauens erwerben könnt, wird Hermine für die Übersetzung gedankt. Eine schöne Geste. Fakt Nummer 8. Der Nachname Granger kommt aus dem Altenglischen und bedeutet so viel wie Gerichtsvollzieher. Ob dies allerdings beabsichtigt war, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Fakt 9. Damals, vor Harry Potter und der Stein der Weisen, gab es an Emma Watsons Schule ein Vorsprechen für die Rolle der Hermine. Emma wollte eigentlich nicht teilnehmen und tat dies schließlich nur, weil sie von ihren Lehrerinnen ermutigt wurde, da sie wohl sehr gut passen würde. Emma war als letztes dran und hat, wie alle wissen, die Rolle schließlich bekommen, die sie weltberühmt machte. Fakt Nummer 10. Harry Potters Großvater, Flamor Potter, erfand Sleekeasys Hair Potion, auf Deutsch seidenglattes Haargel. Hermine verwendete dieses Haargel für ihre Frisur während des Weihnachtsballs im vierten Teil. Fakt Nummer 11. Laut dem Buch Harry Potter und der Feuerkelch trug Hermine während des Balls ein blaues Kleid. Im Film war es jedoch rosa. Fakt Nummer 12. Hermine ist die einzige des goldenen Trios, die nach dem Kampf um Hogwarts ihren Schulabschluss nachholte. Fakt 13. Als Hermine zusammen mit Ron nach Australien flog, um ihren Eltern ihre Erinnerungen zurückzugeben, konnte Hermine den Zauberspruch nicht aufsagen, da die Situation für sie zu emotional war. Schließlich tat Ron es für sie. Fakt Nummer 14. Nachdem Krummbein verstarb, kaufte Ron Hermine eine neue, rothaarige Katze. Sie nannten ihn Otter, benannt nach Hermines Patronus, welcher ein Otter ist. Fakt 15. Ron ließ die Worte Wutschen und Wedeln in Hermines Verlobungsring eingravieren. Kommen wir zu Fakt Nummer 16. J.K. Rowling gab zu, dass sie es bereute, Hermine und Ron verheiratet zu haben. Im Nachhinein hätte sie Harry und Hermine passender gefunden. Ich im Übrigen auch. Fakt 17. Ron und Hermine heiraten im Jahre 2017. Fakt 18. Hermine arbeitete später als erstes in der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe, wo sie Gesetze für Elfen erlangte. Danach wechselte sie in eine einflussreiche Position in der Abteilung magischer Strafverfolgung. Daraufhin schließlich in die Zaubereigesetzgebung und zu guter Letzt wurde sie Zaubereiministerin. Das nenne ich eine steile Karriere. Kommen wir zum vorletzten Fakt, Fakt Nummer 19.
Hermine Granger wurde in die Sammlung der Schokofroschkarten aufgenommen. Und zum Schluss natürlich der wichtigste Fakt, Fakt Nummer 20. Schließlich trennte sie sich von Ron, nachdem sie auf YouTube den Kanal Dagi LP fand und heiratete schließlich den Kanalinhaber Daniel G. Sie bekamen 22 Kinder und lebten glücklich und zufrieden bis zu ihrem Lebensende. Und wer das nicht glaubt, glaubt es. So, das waren meine 20 Fakten über Hermine Jean Granger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht ein bisschen unterhalten und vielleicht habt ihr auch was Neues dazu gelernt, denn ich habe mir wirklich extrem viel Mühe gegeben, Fakten zu finden, die noch nicht so viele kennen. Und ich hoffe sehr, dass mir das einigermaßen gelungen ist. Schreibt mir natürlich immer gerne in die Kommentare, wie viele Fakten ihr davon kanntet. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gewohnt findet ihr jetzt unten einmal den Button zum Abonnieren. Dort könnt ihr mich, ja, ihr könnt mich dort abonnieren, wenn ihr das wollt. Sollte logisch sein, also klickt gerne mal drauf, würde mich immer riesig freuen. Ansonsten findet ihr jetzt hier an der Seite nochmal eine kleine Auswahl von anderen Faktenvideos, die ich in letzter Zeit hochgeladen habe. Die könnten bestimmt für euch auch noch interessant sein, wenn ihr dieses Faktenvideo auch gut fandet. Und würde mich auch freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Natürlich habt ihr auch heute wieder die Hand darüber, welcher Charakter als nächstes drankommt, also nächste Woche Samstag. Dafür klickt jetzt oben einmal auf das i, dort findet ihr eine Abstimmung, wo ihr für den nächsten Charakter abstimmen könnt und ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video, haut da rein und bis dann. Ciao Leute!